guten Morgen erstmal. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Video kommen, mache ich schnell noch mein Frühstück fertig und dann geht's auch schon los. So, hallo erstmal. Jetzt, wo wir das Frühstück hinter uns gebracht haben, können wir zum eigentlichen Part unseres Videos kommen. Und zwar habe ich hier ein Paket zugesendet bekommen. Dieses habe ich schon geöffnet, nur weil ich gucken wollte, was drin war. Wie ihr vielleicht schon im Thumbnail gesehen habt, geht es heute um ein neues Autoradio für den Ford. Ich war nämlich auf der Suche, weil ich hatte ja nur dieses alte mit diesem kleinen Display, wo man nicht viel einstellen konnte. Radio, was halt für die heutige Zeit einfach absolut überholt war. Es war ja Baujahr 2011, das Radio gibt es glaube ich auch schon in Mustangs von 2008 und so. Also es war einfach an der Zeit, mal was Neues zu haben mit Display, hochauflösend, mit allen möglichen modernen Verbindungsvarianten. Und da habe ich hier dieses Paket bekommen. Versand ging ziemlich schnell. So nach 2 oder 3 Tagen war das Paket schon bei mir. Ich positioniere die Kamera um, dass ihr hier vielleicht von oben drauf gucken könnt. Und dann schauen wir mal, was alles in dem Paket so drin ist. So, dann wollen wir mal ans Auspacken gehen. Das habe ich hier natürlich schon aufgemacht. Und in dem Paket selber, zack, haben wir dieses Autoradio. Das Autoradio ist von Pumpkin. Ist im Prinzip ein chinesischer Hersteller. Die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall sind es Alleskönner, die Pumpkin da produziert und vertreibt. Ich wollte jetzt einfach mal da reinschnuppern. Erstmal möchte ich euch noch gerne ein paar Fakten zu dem Radio sagen. Das Radio ist von der Firma Pumpkin, wie gesagt. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 7 Zoll, hat eine Auflösung von 1024 zu 600 Pixeln, ist somit also auch 4K tauglich. Man kann damit auch 4K-Filme schauen. Und der Touchbildschirm registriert bis zu 5 Finger, dass man darauf rumfummeln kann. Und keine Ahnung, wer mit 5 Fingern drauf rumfummelt, aber 2 würden mir ja schon reichen oder vielleicht 3. Aber er kann 5. Das Radio gehört zu der neueren Generation von Pumpkin mit den neuen Octa-Core-Prozessoren. Octa steht für 8, also es ist ein 8-Kern-Prozessor. Dieses Radio hat jetzt hier 4 GB Arbeitsspeicher, DDR3 RAM und einen Festplattenspeicher von 32 GB. Das Coole an dem Radio, was ich auch jetzt wirklich schon gemerkt habe in dem Langzeittest, dass es A Verstärker unterstützt und der Audio-Output ist für 4x50 Watt Boxen zusätzlich noch geeignet. Und das kommen wir später noch dazu, aber das merkt man schon wirklich deutlich. Des Weiteren unterstützt das Gerät Bluetooth der 4. Generation, Bluetooth 4.0. Und GPS kann man auch über eine Offline-Karten-App trotzdem auch offline nutzen, selbst wenn man gerade nicht online ist. Als Extras kann man auch DAB-Radio, also digitales Radio, empfangen. Das ist allerdings aufpreispflichtig, habe ich jetzt hier nicht mit dabei. Und für die 4G-Nutzung, also im Prinzip das Datennetz, muss man entweder mit dem Handy in den Hotspot geben, so mache ich das momentan noch, oder die andere Lösung, die ich jetzt noch in Zukunft testen werde und mir wahrscheinlich anschaffen werde, wäre ein extra Gerät, eine Art Box, die man noch dahinter schließt, wo man wahrscheinlich auch eine SIM-Karte reinstecken kann, dass das Gerät, also das Navi, selbstständig eine Internetverbindung hat und man nicht jedes Mal das Handy mit dem Radio pairen muss, um halt Navigation nutzen zu können. Genau, packen wir es mal weiter aus. Ich habe selber noch nichts gesehen, also ich bin auch ganz gespannt. Okay, Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie diese. In Deutsch. Bedienungsanleitung, Blende und dann scheinbar das Radio an sich. Kabel. Gut. Noch mehr Kabel, was ja nur dafür spricht, dass man echt viele Anschlussmöglichkeiten hat. Und das Radio an sich. Ich glaube mal, über die Verpackung selber muss ich jetzt nichts erzählen. Ich habe solche Unboxing-Videos noch nie verstanden, wo die Leute auf jedes Bestandteil von Schaumstoff eingehen. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach verpackt, es ist sicher verpackt, es kann gut versendet werden. Genau, hier haben wir schon das Gerät. Wir sehen, wir haben ein ziemlich großes Display. Das ist auf jeden Fall ein Pumpkin-Radio der neueren Generation mit dem neuen Octa-Core-Prozessor. Und das Geile an diesen Geräten ist, die werben damit, dass du innerhalb einer Sekunde ein hochgefahrenes, funktionstüchtiges Radio hast. Was ja beim Auto super relevant ist. Du steckst den Schlüssel rein, machst die Zündung an, zack, nach einer Sekunde ist das Display da. Das werden wir jetzt alles dann noch testen. Das ist ja jetzt gerade nur der Unboxing-Part. Ich kann vorneweg sagen, ich selber bin überhaupt nicht technikaffin. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege, selber einzubauen. Aber das ist natürlich auch ein guter Test für euch.
ob ihr das dann zu Hause machen könnt. Und wenn ihr genauso wenig so sattelfest seid mit Technik wie ich, ist das vielleicht für euch auch interessant. Dazu zu sagen ist, hier läuft ein Android-System drauf, also wie auf den Smartphones von Samsung und Co. Englisch. Benutzerhandbuch, ich drehe durch, wir haben echt ein deutsches. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ein deutsches Benutzerhandbuch kriege, ich finde es cool. Der Online-Shop, der mir das hier zugesendet hat, also der hat eine deutsche Webseite, der kann, hat auch ein Lager in Deutschland, also der Versand geht ruckzuck. Man muss nicht wie bei anderen Herstellern 3 Wochen warten, bis das Ding aus Amerika hierher geschifft wurde oder aus China oder sonst wo. Ich denke, das ist eher für europäische Fahrzeuge, die halt Doppel-DIN-Radios einbauen können. Bei meinem Ford gibt es da noch ein paar Besonderheiten, weil es ja ein Ami ist. Und zwar, auch das habe ich natürlich schon ausgepackt. 2 Pakete, die ich bestellen sollte, die mir auch der Online-Shop mit empfohlen hat. Die habe ich einfach blind bestellt, um zu gucken, ob das alles so funktioniert und alles stimmt, was die mir sagen. Einmal diesen Adapter hier. Das kann wirklich gut sein, weil hinten bei meinem Radio habe ich so einen gewaltigen großen Stecker, dass ich quasi mit den Dingern... Alter, was sind das alles für Stecker? Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde das da reinpassen. Bin mal gespannt, ob das passt. Also diesen Stecker hier sollte ich noch da zukaufen extra. Extra Bereich. Und dann, damit dieses Doppel-DIN-Radio auch bei mir passt, auch noch exakt diese Blende, wo das Radio reinpassen sollte. Schauen wir mal. Also ich sag euch auch ganz ehrlich, wenn irgendwas nicht passt, da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Ich will das unabhängig haben und ich baue auch keinen Scheiß in meinem Ford ein, wenn ich davon dann nicht überzeugt bin. Lieber lasse ich das Fahrzeug unmodifiziert, aber dafür halt funktionstüchtig und bastel da nicht irgendeinen Scheiß rein. Also es muss dann auch funktionieren, sonst fliegt es halt auch raus und ich sage euch das dann auch ganz ehrlich. Also das passt hier scheinbar irgendwie nicht. Bei dieser Bestellung, die ich hier tätigen sollte, haben wir noch irgendwelche anderen Blenden dahinter gekriegt. Also die Übersetzung ist, ja, ich denke mal, frei aus dem Chinesischen in den Google Translator reingehauen. Ist ehrlich gesagt ziemlich umfangreich. Also hier geht es schon um die Menüsteuerung, die GPS-Antenne, genau davon habe ich schon gehört, dass wir noch eine eigene GPS-Antenne kriegen. Alter, sind das viele Kabel. Wir können ja auch nochmal schauen, was hier alles an Zubehör noch mit dabei ist. Das sieht auch aus wie eine GPS-Antenne. Plastik, wenn ihr das seht, so ein Plastikempfänger. Und geht hinten auf diesen Antennenstecker drauf. USB-Verlängerung, das können wir uns wahrscheinlich ins Handschuhfach legen. Weitere sensationell interessante Kabel. Ein Subwoofer, ganz wichtig. Video-Out 1, Auxiliary in R. Okay, es ist zum Glück alles beschriftet. Es geht wahrscheinlich hier direkt ins Radio rein. Ja. Ach, für Freisprechanlage, Mikrofon. Da bin ich auch mit dem serienmäßigen Freisprechanlage vom Ford nicht so zufrieden. Da höre ich immer mal zwiegespaltene Meinung. Vor allem, glaube ich, sind Fahrgeräusche ziemlich krass drin. Da kann man sich hier von diesem Ding mit diesem Schaumstoff-Nippus vielleicht ein bisschen mehr von versprechen, dass das vielleicht besser geht. Und hier haben wir eine zweite GPS-Antenne, die halt irgendwie schmaler ist. Genau, dann springen wir aber jetzt mal in den Ford und gucken mal, wie das so der Laie hinkriegt, ne? Jetzt haben wir die Blende hier ab und jetzt sehen wir, das Radio ist mit 4 Schrauben befestigt. Da werde ich jetzt mal kurz einen Imbus holen. Sieht nach einem 10er oder 8er aus. Und dann holen wir das Radio mal raus und schauen, wie die Anschlüsse da ausschauen. Eine 7 mm Nuss ist es. Gut, alle 4 Schrauben sind lose. Wie ihr seht, das hier ist übrigens der Hauptgrund, weshalb ich das Radio tausche. Mir ist die Blende hier rausgebrochen. Die hatte anfangs schon ein Problem, dass sie immer wieder abgedimmt hat, am Tag sogar. Und das ging, die hat so weit runtergedimmt, dass man gar nichts mehr im Display gesehen hat. Und dann musste man im Prinzip, das war wie ein Wackelkontakt, gegen das Radio hauen, damit es wieder hell geworden ist, damit man was umstellen konnte. Das hat das Radio ein Vierteljahr mitgemacht und dann ist irgendwann das Display rausgebrochen und jetzt habe ich halt gar kein Display mehr und muss alles über die Sprachsteuerung am Radio ändern, was ja nicht so gerade zielführend ist.
Und dazu kommt, dass man halt gar nicht Navigation nutzen kann oder überhaupt irgendwelche Videos schauen. Oh, jetzt ziehen wir mal das Radio raus und schauen uns mal an, was für Stecker das hat. Mal schauen, wie kompatibel dann unsere neuen Stecker sind. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das zu leicht wäre, dass ich einfach nur die Stecker hier abmachen kann und die neu, an den neuen dran stecken. Alles klar, das Originalradio ist raus. Der Stecker hier ging wirklich extrem schwer. Ja, da musste ich schon dann zum Schluss mit der Zange sogar nachhelfen, um da ein bisschen zu ziehen. Gut, Originalradio hat deutlich weniger Einlässe. Sind ja nur 3 Stecker plus Antenne. Tja, holen wir mal das neue vor. Jetzt wird's interessant. Ah, geil. Der Unterschied in der Größe vom Display ist für jeden Laien zu erkennen. Ich kann jetzt zum Beispiel, weil das Originalradio wird ja hier reingeschraubt, ich könnte hier jetzt die Schrauben rausnehmen. Das sind Torx. Und könnte mal schauen, ob ich die hier irgendwo in das neue Radio reindrehen kann. Also, uns fehlen wahrscheinlich noch Adapter, die hier noch mitgeliefert werden müssen für zum Beispiel diese 2 Kabel, die hier noch mit in mein Ford-Radio reinging. Das betrifft aber wahrscheinlich mein Auto jetzt speziell. Wenn ihr europäische Fahrzeuge umrüsten wollt, habt ihr es da wahrscheinlich völlig oder deutlich leichter. Ich habe es jetzt trotzdem mal angesteckt, die Zündung angemacht und das Radio hat beim ersten Start dauert es ein bisschen länger, so ungefähr 10-15 Sekunden gebraucht, bis es hochgefahren war. So, nach etwas Recherche habe ich nun mitbekommen, dass wir haben hier noch 2 Kabel. Das ist wahrscheinlich für meinen Subwoofer hinten. Dafür brauche ich Adapter, weil solche Stecker gibt es hier nicht. Und zwar brauche ich einen Adapter, der von den Steckern auf diese Cinch-Stecker hier geht. Weil hier haben wir auch, ist alles ziemlich gut beschriftet. Subwoofer und sowas steht alles dabei. Und dann kommen nämlich diese ganzen kleinen Stecker noch hier überall mit rein. Also da gibt es noch ein bisschen Zeug anzuschließen. Das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Sachen beschaffen und eine Halterung, weil den Rahmen, den ich bestellt habe, der passt hier gar nicht drauf. Das passt einfach nicht. Kann man vergessen. Da müssen wir noch eine Lösung finden. Für euch ist das ja nur ein paar Sekunden. Für mich geht es in 1-2 Tagen weiter. Also ja, bis gleich. So, jetzt ist das Radio eingebaut worden. Und zwar von einer HiFi-Firma in Erfurt. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Sache. Und zwar komme ich jetzt schon mal zu so ein paar Punkten. Ich habe den Wagen halt heute erst abgeholt. Aber wie ihr seht, ja, mit der Blende würde ich jetzt noch klarkommen, dass die hier so ein bisschen so drin ist. Das sieht ja, ja so lala aus. Was halt echt doof ist, guckt euch das mal an. Der Knopf hier ist komplett irgendwie nach rechts gebogen durch die Blende und das wurde nicht weggefeilt irgendwie. Also der Knopf, der schleift auch, also er wird sich auch, lässt sich auch kaum drehen von selbst. Das ist schon echt doof. Also der würde sich dann auch abschleifen über die Zeit. Und der nächste Punkt ist, wenn ich jetzt hier an diesem Knopf drehe, der eh schon total verbogen ist, machen wir mal leicht lauter und gehen mal hier auf Sound. Dann habe ich den Subwoofer hier schon komplett hochgeschoben. Wie ihr hört, ist der Subwoofer einfach gar nicht angebunden. Und genau das war halt der Grund, weshalb ich den Wagen dort abgegeben habe, dass die das fertig machen. Ich wollte das erledigt haben. Ich mache es jetzt mal lauter. Michael Jackson, einfach mal lauter. Keine Veränderung. Ihr seht auch mal, wie das Ansprechverhalten ist. So richtig super geil reagiert das nicht. Schaut euch das mal an. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter testen. Was ich halt cool finde, hier kann man jetzt zum Beispiel auch ja, den Sound wirklich verschieben. Es klappt wirklich. Ich teste es noch ein bisschen rum und melde mich dann nochmal zurück. Hier ist es kalt. Ich starte jetzt mal den Ford, also stecke den Zündschlüssel rein, dann kommt Zündung und dann müsste das Radio auch sofort angehen. Der Wagen stand jetzt 2 Wochen. Also das ist der ideale Test, wie lange nach 2 Wochen das Pumpkin-Radio noch braucht, um neu zu starten. Und es ist sofort wieder vorher bei YouTube, wo ich vorher schon war. Das finde ich doch ganz verträglich so. Die Zeiten, wie schnell das Radio braucht, um hochzufahren, sind wirklich gut. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Mittlerweile habe ich
das Radio jetzt auch ein paar Wochen testen können, auch mal auf längeren Strecken mit den verschiedenen Features, die ich jetzt so habe. Und da wir jetzt nun schon die harten, groben Fakten weg haben und der Einbau sich ja natürlich auch ein bisschen kritisch gestaltet hat, ich bin jetzt froh, dass das Ganze erledigt ist. Der Einbaurahmen passt, es sieht halbwegs schlüssig aus. Bin ich jetzt schon ganz froh, dass das Gerät drin ist, selbst wenn jetzt so ein paar Features noch nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Im Allgemeinen, das, was das Radio eigentlich können muss, nämlich Radioempfang bringen, ist der Radioempfang besser als bei einem amerikanischen Radio. Das Frequenzband, was ein amerikanisches Radio empfängt, ist genau um 0,5 verschoben. Das, ich weiß nicht, warum man das macht. Es gibt ja immer mal so Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Und das ist halt so, jetzt als Beispiel, du hast einen Radiosender wie 89.0. Das amerikanische Radio empfängt nur 89,5 oder halt 90, aber nicht 89,0. Und so zieht sich das halt fort und das funktioniert an sich so mit dem Empfang schon, nur ist der Empfang halt deutlich schlechter, er bricht schneller ab und der Klang ist natürlich nicht so gut. Am auffälligsten war das Ganze, als ich mal im Autokino war mit meinem Serienradio und da geben die ja so eine Radiofrequenz raus, die man dann bei sich einschaltet, worüber man dann den Ton vom Film hat. Und man hat schon was vom Film verstanden, aber sobald hohe, laute Geräusche waren oder halt Explosion, tiefe, laute Geräusche, war das komplett verzerrt, der Ton, und das regt natürlich auf, wenn man sich einen Actionfilm anschaut. Das kann dir mit diesem Radio hier nicht passieren, da du hier wirklich in super kleinen Schritten die Frequenzen der Sender wechseln kannst. Der Radioempfang an sich ist auch besser dadurch natürlich und ich finde der Klang, man muss sagen, Amis bauen schon ziemlich gute Anlagen in die Autos rein und ich habe ja daran jetzt auch nichts geändert. Aber ich finde, mit dem Radio ist der Klang noch beim hohen Ton noch etwas minimal besser. Vielleicht gleich bleiben, vielleicht ist das nur so eine Einbildungssache. Aber der Bass ist so viel krasser. Ich habe den jetzt hier auf 0 stehen. Ich kann den auf minus 10 und plus 10 stellen. Weil sonst, ich weiß nicht, da bei manchen Liedern, da zerklimpert es dir hier die Karre. Aber das Radio ist echt cool. Du hast verschiedene Toneinstellungen vom Sound. Und da mein Musikgeschmack ziemlich breit gefächert ist, spielt mir das ziemlich gut in die Karten. Slipknot. Ein bisschen Rock'n'Roll. Ein bisschen was Moderneres. Oder was Regionales. Oder darf mal etwas Klassik sein. Oder ein bisschen fiesen Blackbeat. Wo ist denn die Karre? Was zerrückt vom Bass? Der Bass ist so krass. Man kann im Rückspiegel fast nichts sehen, wenn ein Bass kommt. Das ist echt krass. Eigentlich ist nur ein Lied dafür geeignet. Ich glaube, ihr habt eine grobe Vorstellung, was ich so meine. Der Klang ist wirklich krass und der Bass ist noch viel, viel krasser. Es ist wirklich, also für mich als normalen Typ, der jetzt nicht so große Bassboxen im Auto haben muss, ist das mehr als genug. Mehr als ich brauche. Wirklich, es ist mehr als ich brauche. Und ich bin da schon, ich höre schon wirklich Bass, gern basslastige Musik. Das muss man schon wirklich sagen. Und man muss sich überlegen, das, was ich euch gerade gezeigt habe, war alles auf der Stufe 0 vom Bass. Es geht noch 10 Stufen hoch und 10 nach unten. Ist schon krass. Dann zeige ich euch jetzt hier noch ein bisschen was in der Menüführung. Den USB-Stick, den habe ich jetzt im Handschuhfach mit der Kabelverlängerung, die ihr ja auch schon gesehen habt im Video. Wenn man sich das hier mal anschaut, liegt es hier einfach drin. Da ist der USB-Stick angeschlossen. Da kann ich hier auf den Ordner gehen. Jetzt haben wir hier drüben zum Beispiel meine Ordner. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal auf Redneck gehen. Auf den guten Outlaw zum Beispiel hier unten. From a dusty trail he came. Das Coole ist halt, dass ihr hier gleich das Cover mit drin habt. Ihr habt den Interpreten und das Lied, wie es heißt. Und ihr könnt natürlich auch hier unten spulen. Das ist natürlich alles Touch, ist klar. Hier oben könnt ihr gleich wieder zu euren Einstellungen. Da könnten wir jetzt den Bass noch hochschrauben oder runterdrehen. Wir wollen den so lassen, das reicht. Habe ich hier halt meine Lieder, die ich auswählen kann an der Seite. Gehen wir mal zurück. Hier sind wir wieder im Hauptmenü. Das finde ich ganz gut, dass man hier schön groß die Uhrzeit sieht. Hier haben wir noch das Datum. Hier drüben hast du deine Übersicht, was gerade für ein Lied läuft. Das kannst du natürlich auch wieder starten und stoppen.
Ich habe ja zum einen den USB-Anschluss im Handschuhfach, wo ich ja schon einen USB-Stick angeschlossen habe. Ich habe aber hier noch einen zweiten USB-Stick. Oh, ich bin ein bisschen erkältet. Merkt man hoffentlich gar nicht. Neben dem USB-Symbol noch einen zweiten USB erkennt. Ich stecke den jetzt mal hier rein. Zack. Da ist das zweite USB-Symbol und er springt schon direkt in den Player rein, dass ich hier zum Beispiel auch Filme drauf habe. Wie wär's, wenn ich dir mal kräftig deine blöde Scheiße aus dem Arsch trete? Würde es dir dann besser gehen, perverser Penner? In ein paar Stunden wird sie wieder beim Verstand haben und sich in eine rasende, auf Jesus basierende Wut hineinsteigern, weil sie sich erinnert, dass sie von einem grausamen Samoaner verführt worden ist, der sie mit Schnaps und LSD abgefüllt hat, sie in ein Hotel in Las Vegas geschleppt hat und an jeder Öffnung in ihrem zarten, kleinen Körper mit seinem pulsierenden, nicht beschnittenen penetriert hat. Es gibt sogar einen Knopf oder eine Auswahlmöglichkeit im Menü, dass man aktivieren kann, dass es sogar während der Fahrt geschaut werden kann. Das sollte man natürlich tunlichst lassen. Ist natürlich wegen hier Verkehrssicherheit und sowas. Und hierüber könnte man jetzt auch über Bluetooth Musik hören. Also wenn ich hier unten auf dieses Symbol gehe, wenn ich auf dem Telefon drauf bin, dann könnten wir jetzt auch hier auf dem Handy was abspielen und das würde halt über unsere Boxen dargestellt werden. Nehmen wir mal ihn hier. Es wird sofort hier wiedergegeben. Ich kann es hier auch stoppen und so weiter. Und hier unten habt ihr euer Schnellmenü mit dem Telefon und so weiter. Das Telefon ist auch sofort über Bluetooth verbunden. Das habe ich als Standardeinstellung eingestellt. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn wir wollen, können wir mal meinen Vater anrufen zum Test. Hey Siri, bitte Dr. T anrufen. Dr. T wird angerufen. iPhone-Nummer. Muss euch die Nummer natürlich ausblenden im Display. Funktioniert gut. Und hier oben ist mein Headset. Hi, ich wollte eigentlich nur mal meine Freisprechanlage testen. Na schön. Also Gunnar hat gesagt, das Ding hat er morgen erst. Morgen früh bringt er ihn das vorbei, die Kupplung. Ach so, okay. Ist doch Kaffee vorbeikommen oder ist dein Zeit? Ich müsste das Auto wechseln. Nein, alles klar. Ciao. Funktioniert ganz cool. Alles klar, danke, dir auch. Bis dann. Bitte, ciao. Ciao. Nehmen Sie den Parkschein. Und schon geht der Film weiter. Auch der Ton, das haben mir jetzt mehrere Leute bestätigt, dass der mit der neuen Freisprechanlage deutlich besser geworden ist. Es ist noch nicht perfekt, weil mir die Lenkradbedienung fehlt, weil mir das LTE, also 4G-Modul noch fehlt. Ich habe da jetzt auch keine Offline-Karten-Map draufgeladen. Das habe ich auch noch nicht, habe ich auch nicht wirklich vor, muss ich sagen. Ich will eigentlich das so mit, dass das eigene Internet hat, dass du auch hier auf YouTube gehen kannst. Da habe ich auch die YouTube-App runtergeladen und da kann man auch richtig gut Videos schauen mit richtig gutem Klang. Im Großen und Ganzen ist das eine Bereicherung für mein Auto. Es wertet auch mein Auto auf. Also ich kann es nur empfehlen für Leute, die eh unzufrieden mit ihrem Radio sind. Das war's auch schon mit meinem Review, sage ich jetzt mal, zu dem Pumpkin Radio, dem 7 Zoll Display. Wenn ihr wollt, ich packe euch den Link in die Beschreibung. Keine Angst, das ist nicht so ein Link, wo ich damit Geld verdiene, also macht euch da keinen Kopf. Das ist einfach nur ein Link zu dem Radio. Ich profitiere daran nicht. Ich habe nur das Radio zugesendet bekommen und sollte es mal testen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.